Ja Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video, ne? Farmvlog 149, und zwar geht es wieder um unseren alten Sportsfreund, den Grüne aus Meidoberdorf, ne? Fan Pharma 309 LSA. Und wir haben ja im letzten Video haben wir ja gemeinsam den Kupplungsgeberzylinder getauscht, ne? Und ich habe da ein bisschen Bullshit erzählt. Ich habe gesagt, da unten muss der Ausrückweg am Nehmerzylinder. Muss 8,5 Zentimeter betragen. Das ist falsch, Leute. Ja, der muss 8,5 Millimeter betragen. Der macht nicht viel Hub, der macht nicht einmal einen Zentimeter. 8,5 bis 9,5 Millimeter muss der ausfahren. Genau. So. Ich habe dann aber relativ zügig das Ende vom Video dann gefunden, weil ich an dem Tag war einfach scheiß Wetter und dann war da finito. Und ihr wisst ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich bin mit Videos bang vorne rau, also hinterher, ja. Wir haben jetzt locker flockig 6 Wochen später, ich müsste nochmal genau nachgucken, aber ich meine, es sind jetzt schon fast 6 Wochen rum, dass die Aktion kommen ist, die ihr jetzt seht, beziehungsweise ihr seht sie nicht, weil wir haben den ganzen Schlepper einmal einen halben Meter von mir getrennt. Richtig, es war ein wenig schwierig, das zu diagnostizieren. Da wurde Videos gemacht, da wurde Fotos gemacht, die sind rumgegangen zu Landmaschinenmechaniker, etc. Ja, und ich muss sagen, ich habe am Schluss dann beschlossen, Leute, ich mache jetzt nicht mehr lang rum. Also das Hauptproblem war ja, ne, ich drehe die Kupplung und ich kann den Gang, ich kann keinen Gang einlegen oder rausmachen, weil ich Kraftschluss habe, ja. Also sprich, die Kupplung trennt nicht, ja. Wo kommt's her? Naja, der erste Grund wäre zum Beispiel, wenn der Ausrückweg vom Ausrücklager nicht weit genug wäre. Wie kommt das? Naja, das kommt dann, zum Beispiel, wenn die Kupplung verschlissen ist, weil dann ist der Kupplungsautomat weiter zusammen und dann habe ich hinter einfach, brauche ich mehr Ausrückweg, damit ich die Kupplung auseinanderdrücken kann. Ich muss ja hinter gegen die Betätigungen drücken, um die Kupplung zu lösen. So, beim Fendt war es ein bisschen anders da. Ich habe dann den kompletten Kupplungssatz bestellt. Also Kupplungsautomat, Kupplungsscheibe oder Reibscheibe, ja, oder Reibbelagscheibe, Pilotlager und Ausrücklager haben wir komplett gemacht. Und seitdem läuft er auch wieder tippitoppi, ja, kann nichts sagen. Problem war, sage ich euch ganz offen und ehrlich, das Problem, was man hatte, das einzige Problem, was man hatte, ist, dass ich auf der Reibbelagscheibe, die hat ja auf beide Seiten Reibbelege drauf, ne? Der eine Belag hat es komplett runtergezogen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Alt war sie noch nicht, ja, weil da hast du noch richtig schön die Nude gesehen von den einzelnen Segmenten, ja. Wahrscheinlich Materialfehler oder so. Wir können es uns nicht erklären. Auf jeden Fall haben wir die getauscht. Wir haben sie dann komplett gemacht, weil ja der komplette Kupplungssatz da war. Und jetzt sollte ich eigentlich mit dem Schlepper, mit der Kupplung Ruhe haben. Ne? Eingebaut habe ich da einen KW-Kupplungssatz. Ich wollte einen Look-Satz. Der Look ist aber momentan schwer lieferbar. Und dann gab es einen KW-Satz. Ich bin da happy. Der Ulrich Lübber hat mir da sehr schnell ausgeholfen. Ich hätte sehr gerne für euch die ganze Aktion gefilmt, ja, mit Frontlader wegbaue, Frontladerkonsole wegbaue, Schlepper trenne, Schlepper auseinanderbaue, was muss ich aufpassen, was gibt es beim Fender ein bisschen zu beachten, ja. Leute, es ging nicht, ja. Das Problem ist einfach, ich habe momentan nicht die Räumlichkeit, diesen Schlepper so zu stellen, dass ich daran arbeiten kann und den trennen kann. Ja? Ich bräuchte eine Halle mit festem Boden, gepflastert, betoniert, wie auch immer, mit Dach oben drüber, etc. mit diesen Schlepper getrennt kriege. Und das habe ich nicht. Ja? Der IHC könnte man trennen, ja? Müssen wir zum Glück nicht, aber den könnten wir trennen. Den Fendt können wir nicht trennen, weil der IHC wirklich gerade so in die Garage passt. Und der Fendt passt nimmer rein. Ja? So, und deswegen bin ich zum Kollegen gegangen oder zum Kumpel gegangen. Wo zum Beispiel der Landfreak auch schon war oder auch schon hingegangen ist zum Schlepper Schraube, ja, der hat wunderschöne Halle, aber das ist halt der Nachteil dran. Ich verstehe es, er sagt, er möchte, dass da drin gefilmt wird, ich halte mich daran, ja, und deshalb gibt es davon, von der ganzen Aktion, leider keine Videos, ja. An für sich muss ich sagen, es macht, also wir haben das ganze Ding, das ganze Projekt, ich glaube, in 24 Arbeitsstunden durchgezogen. Freitags zu ihm, zerlegt,
also Frontlader habe ich weggebaut, dann haben wir Freitag nachmittags Konsole weggeschraubt, dann haben wir alles Dieseltank runter, ja, dann in Halle rein gedrückt, das war auch so geil, ich musste draußen den Dieseltank runterlupfen, weil ich einen Stapler genommen habe, weil, dummerweise war der Schlepper halt ziemlich voll getankt und 100 Liter Diesel, oder ja, so viel war es nicht, aber halt alles mit dem Stapler runtergeklopft und dann haben wir mit dem Stapler quasi bei ihm in die Halle voll reingeschoben, gedrückt, ja, und dann halt komplett zerlegt, ja, also was heißt komplett zerlegt, ja, also ich muss sagen, ich habe noch nie einen Schlepper zerlegt, bis auf den hier, ja, aber das haben sie bei Fendt wirklich richtig genial gelöst, ja, du hast eine saubere Trennstelle, sowohl elektrisch als auch hydraulisch, ja, du schraubst einfach nur die Lenkachse, also die Welle vom Lenkrad am Lenkorbitol weg, ist das Thema erledigt, ja. Abstellzug hat einen Schraubverbinder drin, schraubst nur auseinander, zack, Gaspedal hängst du aus, ja, und dann ist nur noch Druckleitung und Rücklaufleitung, was du hast, ja, die eine Druckleitung zum Lenkorbitol musst du mal lösen, dann haben wir Frontlader, also die Zwischenachssteuergeräte musste man gar nichts machen, die konnte man einfach so lassen, Frontlader war ja eh weg, ne, Eigentlich viel mehr. Elektriktrenner, das geht hinterm Sicherungskasten. Also es war eigentlich gar nicht wahnsinnig viel, ja. Dann trennst du ihn ja quasi zwischen Turbokupplung und Fahrkupplung. Dann schraubst du diese große Platte da raus. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Und dann ziehst du quasi die komplette Kupplungsautomat einfach nach vorne raus. Und dann kannst du die Kupplungsautomat tauschen. Also eigentlich richtig geniale Geschichte. Dann haben wir den, genau. Und dann haben wir, glaube ich, an dem Punkt Freitagabends aufgehört, nachdem die Kupplung draußen war. Genau, und dann haben wir nämlich samstags weiter gemacht, haben alles sauber gemacht, Kupplung neu gemacht, Kupplungszentrier-Don gedreht, also Kupplungszentrierbolze gedreht, dann wieder zusammengeschraubt, reingeschraubt und dann wieder halt alles zusammengeschraubt und dann waren wir samstag oben, haben wir dann erste Probefahrt gemacht, dann hatten wir ein kleines Problem im Gaspedal und dann mussten wir auch nochmal Kupplung entlüften. Das war echt übel. Wir haben die Kupplung, wir haben dann übrigens in der Aktion, weil wir gut rankommen sind, den Kupplungsnehmerzylinder noch getauscht. Also sprich, Kupplungsgeber und Kupplungsnehmerzylinder sind jetzt beide neu drin. Die Kupplung ist neu, also kupplungstechnisch darf der Schlepper jetzt eigentlich die nächsten 20 Trilliarden Jahre keine Probleme mehr machen, ne? Und dann haben wir da aber relativ lange entlüftet. Ich glaube, wir haben allein fürs Entlüften von der Kupplung 1,5 Stunden gebraucht, bis da wirklich, wirklich sauber, blasefrei Bremsflüssigkeit gekommen ist. Genau. Und seitdem ist er eigentlich wieder richtig schön im Einsatz. Das werdet ihr dann auch in den nächsten Videos sehen. Wie gesagt, ich hätte euch echt gern 1, 2, 3 richtig schöne Videos dazu gemacht. Aber wie gesagt, es ging nicht. Ich denke, ihr versteht es. In dem Fall war es mir wichtiger, dass wir das schnell hinbekommen. Es war nämlich auch so eine Geschichte, wo man auch, ja, können wir da und da machen, aber ich muss auch noch Holz machen und so. Und dann hat er gesagt, du pass auf, da ist schlecht Wetter, und dem Wochenende können wir es machen. Und ich noch keine Teile gehabt, dann alles so geschwind mal Bike schleift, ne? Und dann haben wir das geschwind durchgezogen. Aber ich muss ehrlich sagen, Junge, riesen geile Aktion, ja. Ich fand's mega. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe richtig viel nochmal gelernt, ja. Und genau, achso, was ich auch noch sagen wollte, Kühlerwasser musste man ablassen, weil ich halt Kabinenheizung habe, ja. Aber selbst da ist eine vernünftige Trennstelle. Da muss ich einfach nur Schlaufen, Rohrschrauber bewegen. Also es ist echt genial gelöst, ja. Das muss ich echt sagen. Du kannst alles vernünftig trennen. Du musst nicht irgendwo einen halben Meter weiter vorne eine Hydraulikverschraubung lösen und hinter irgendwo noch ein Gestänge aushängen, sondern das ist wirklich alles genau an der Trennstelle, wo du den Schlepper auseinander trennen willst. Und das finde ich halt echt eine richtig schöne Geschichte, ne? Genau. Deswegen, das ist jetzt erledigt. Und seitdem funktioniert das Thema Kupplung wieder, Fendt fährt auch wieder. Und das ist einfach, macht einfach Laune, ja? Mit so einer richtig neuen Kupplung, das bockt, ja? Das ist ärgerlich, ne, Leute, aber es ist ein gebrauchter Schlepper und auf eure gebrauchte Maschine steckst du einfach nie drin, was passiert, was kommt. Das ist immer ein wenig Risiko, muss ich jetzt mal so sagen, ja. Das, beim neuen Schlepper hast du Garantie, ja, beim gebrauchten, selbst wenn du über den Händler so einen Schlepper kaufst, hast du da ein Problem, das mit dem Händler zu klären, wer das jetzt übernimmt, ja. Wie gesagt, die Kupplung haben wir jetzt gemacht, jetzt haben wir Ruhe und jetzt geht's ganz normal weiter mit Schönheitsgeschichte, ja. So ein paar Kleinigkeiten habe ich noch, wo ich sage, da können wir noch ein bisschen was drauf basteln, ne? Hier drüber möchte ich auch noch ein bisschen was machen, aber das pressiert nicht. Also hier, ne? Ja. Ja, wie gesagt,
Ihr werdet sehen, da wird noch ein bisschen was passieren. Hier oben ist schon ein bisschen was passiert. Mein neuester Versuch ist das hier. Ich schleppe ein bisschen geruchlich fresher. Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Ja. Elektrisch macht er jetzt gerade, ich will es nicht sagen, Probleme. Da haben wir ein einziges Kabel vom Sicherungskasten, wo wir wahrscheinlich tauschen müssen, weil es einen Kabelbruch hat. Ja, ist so. Wie gesagt, es ist kein neuer Schlepper und da kann man immer ein bisschen was drauf machen. Aber wie gesagt, bis auf die Kupplung sind alles nur Kleinigkeiten. Ja. Und deswegen finde ich, haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Macht immer noch Laune und Spaß beim Fahren. Ja, so ist es. Genau. Übrigens, am Sonntag gibt es einen Vlog. Vlog 150 ist es dann. Wir gehen endlich ins Grünland. Ne? Grünland striegeln. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich es wirklich gemacht habe, nämlich am Samstag. Also, es gab ja einen Livestream. Der ist jetzt genau, wenn ihr das Video seht, 5 Tage alt. Ne? Da habe ich eine Umfrage gemacht, wie es aussieht, ob mir quasi aufgrund dessen, dass wir so viele alten Videos haben, ja, alt sind ja, ist jetzt relativ, ne? Aber die Überlegung war da, ob wir hergehen und quasi mittwochs ganz normal Fanschraube und so, also die alte Sache abarbeiten, quasi dann sonntags, statt den normalen Sonntagsformate, die man hatte, wie Fabis Reaction, Fabi klärt auf, Fabis Meinung, einfach aktuelle Videos nehmen, ne? Holzmacher, etc. Und da war mir halt wichtig, ob das für euch störend ist, wenn wir quasi am Wochenende, also in den Vlogs am Wochenende, mit einem anderen Schlepper unterwegs sind wie mittwochs, ja. Weil dadurch, dass wir quasi teilweise 6 Wochen Rückstand haben mit Vlogs, kann es ja passieren, dass ihr sonntags in dem Video einen Schlepper seht, der halt schon, wie zum Beispiel hier, seht ihr jetzt auch schon, der Himmel ist sauber, haben wir noch nicht gemacht, ja, passiert erst noch. Warum? Weil das Video hier mal wieder, ich wollte es so als Gesamtbericht machen, deswegen ist es auch ein wenig später entstanden, dann hat sich es wieder verschoben und jetzt ist es relativ knapp. Ja, deswegen einfach so, ne, dass ihr mal wisst, wie das so entstanden ist. Ja. Wie gesagt, da gab es aber eine Umfrage im Livestream, die wurde mit 80% für ja, möchte man so haben, sonntags aktuelle Videos abgestimmt und deswegen ziehen wir es so durch. Wir machen quasi sonntags jetzt. So ist mal der Plan. Sonntags schaffen wir jetzt mal das Thema Holz, Wald und so ab. Ja. Jetzt erstmal am Sonntag Grünland schleppe, dann geht es ins Holz. Und dann werden wir, je nachdem wie schnell dass ich das Thema auffangen kann, werden wir sonntags in das Thema Hühnerstall einsteigen. Ja. Es wird aber mindestens für euch im Video, trotzdem, dass wir es aktuell machen, einen Monat dauern, weil ich, das werdet ihr am Sonntag sehen im Video, fürs Holz dieses Jahr eine andere Maschine habe und darüber halt auch videomäßig ein bisschen was berichten möchte. Deswegen werden wir da auch 2 Videos nochmal separat schieben müssen. Ja. Ein bisschen Vergleich, ein bisschen ja, Vorstellung und so. Und dann kommen wir da auch wieder auf 3 Videos im Gesamten. Also, müssen wir 4 nur fürs Holz, dann geht wieder ein Monat rum, dann müssen wir Hühnerstall. Also, ihr merkt schon, ja. Das trotzdem, dass wir dann da aktuell sind, haben wir da trotzdem wieder einen Vorlauf. Ja. Ja. Stand jetzt möchte ich ja quasi dann quasi, wenn heute Mittwoch ist, wenn ihr das Video seht, Donnerstag, Freitag, am Samstag in den Wald gehe, Holz spalte. Und ja, dann gibt es quasi kleiner Ausblick noch, ne? Jetzt quasi am Sonntag dann das Video, wie gesagt, Grünland schleppe und ominöse Maschine abhole. Dann die Woche drauf, sonntags fangen wir auch mit Polderholz, Aufarbeitung, etc. Und dann die Woche drauf Spalte, Bündle, das volle Programm wieder. Ne? Und dann, was ist 151? Kann ich euch gerade gar nicht sagen, womit es nächste Woche am Fendt weitergeht. Aber ich kann kurz gucken. Gibt es ja quasi einen Plan dafür. Ne? 151 wäre das ja dann. Vlog 151, zack. Da machen wir dann das Thema. Oh, da wird es wieder richtig spannend. Da mache ich mit euch eine ausführliche Schleppervorstellung. Da gehen wir auf die technische Daten vom Traktor ein, genau. Da wird es wieder richtig interessant. Gehen wir drauf ein. Bin gerade drauf eingegangen, was für ein Frontlader drauf ist. Stoll. FZ30 Stroh. Okay? Ich meine FZ30.
Das blenden wir in dem Video noch ein. Genau, dafür machen wir technische Daten vom Schlepper und geht es wirklich über alles. Hydraulik, Leistungen, Getriebe, etc. Auch quasi, was er hat, was andere hatten, wo älter sind, beziehungsweise was die haben, wo neuer sind. Also da gehen wir wirklich explizit auf den Pharma 300, beziehungsweise auf den Pharma 309 ein, ja. Aber auf den LSA, weil aus dem LSA Turbomatic wurde ja dann quasi der 39, also der Pharma 309C. Das ist wieder eine ganz andere Baustelle. Da ist sehr viel mehr Elektronik drin, aber wir konzentrieren uns da quasi auf den Pharma 309 LSA von 82, wenn ich es richtig weiß, bis 96, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das Video ist auch schon wieder vor 3 Wochen, glaube ich, gedreht, wo auf jeden Fall nachdem Kupplung wieder ging. Ja, deswegen. Es hat dann nur einen Ausblick, was so die nächsten Videos kommt. Wer es natürlich noch möchte, darf natürlich gerne noch einen Kanal abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat, damit er hier auf dem aktuellen bleibt, damit er auf dem Holz auf dem aktuellen bleibt, damit er mit dem Mühnerstall auf dem aktuellen bleibt, damit er generell auf meinem Kanal aktuell bleibt. Ne? Wer einen Kanal unterstützen möchte, ich biete eine Kanalmitgliedschaft an, könnt ihr euch unter dem Video auf den Button Mitglied werden informieren. Einmalig klicken ist kostenlos. Zweimaliges Klicken geht dann in die Unterstützung. Könnt ihr euch einmal durchlesen. Das Programm wird wahrscheinlich auch noch ein wenig umfangreicher werden, also nicht da, sondern von der Gegenleistung. Ja. Da möchte ich aber mal warten, wie gut die jetzt ankommen. Ja. Übrigens, wer es noch nicht gemerkt hat, in den Livestreams verschenke ich aktuell Kanalmitgliedschaft. Das heißt, es lohnt sich, im Livestream anwesend zu sein. Ne? Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Allerdings würde ich sagen, das war's jetzt für das Video. So viel gebabbelt in dem Video, ja. Wie gesagt, Fendt, Kupplung komplett getauscht. Fendt wieder da, Fendt fährt wieder. Wer Fendt fährt, führt. Ich bin raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Sonntag zum Vlog 150 im Grünland. Macht's gut, bis dann. Ciao.